Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ja, ich bin endlich wieder online. Ich musste einen ganzen Tag warten. Und wir hätten noch eigentlich Gold bekommen müssen, oder? Fällt mir gerade so auf. Okay, was ist passiert, Palia? Weil wir haben ja in der letzten Folge schon die Ausdann geöffnet und haben auch hier diese. Gut, der kann sein, dass der nochmal neu dazu gekommen ist. Ach so, nee, Moment. Ich glaube, ich war offline nochmal da. Hatte aber irgendwas anderes. Genau, ich hatte geguckt wegen dem Eisenerz. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch in der letzten Folge gemacht hatte, weil wir haben nämlich jetzt 1500 hier drin. Und nur noch diese Austern dazu. Ich habe gerade schon gedacht, dass das jetzt irgendwie zurückgesetzt worden ist oder so. Ach, mein Gott. Ja, ich glaube, ich hatte mich da nämlich ausgelockt. Entsprechend. So, Moment. Stachelpanzerkrebs. Jetzt habe ich die Sachen dummerweise noch nicht aufgeschrieben. Ich schaue mal eben nach. Stachelpanzerkrebs war, glaube ich, nicht dabei. Mutierter Anglerfisch, der Vampirkrebs, das ist der einzige. Das ist halt, ich weiß auch nicht, also bei diesen Sachen, die wir für dieses Fischsymbol halt opfern müssen. Ich weiß auch nicht, wie das ist mit dem, weil das heißt ja zum Beispiel Vampirkrebs und irgendwas mit Nachtschatten, keine Ahnung. Das sind alles so düstere Sachen. Ob es vielleicht noch ein Halloween-Event gibt, wo man die dann bekommen kann, das würde mich echt mal interessieren. Aber das weiß natürlich jetzt. Denke ich mal, noch keiner von euch. Ah, wie machen wir das denn mit den Austern? Ich würde sagen, zwei. Nee, nee, so nicht. Dass wir 10 für alle Fälle, falls mal irgendjemand Austern haben möchte, noch behalten. Das ist eine leere Kiste. Genau, das ist die, die ich unterwegs gesammelt habe. Die ist ebenfalls leer. Ich habe auch Screenshots davon gemacht. Allerdings muss ich dazu sagen, das ist ein total blödes neues System hier auf Windows. Wenn man Screenshots macht und nicht nochmal extra da drauf drückt, dann hat man das Problem, dass die nicht gespeichert werden. Und das ist mir jetzt passiert. Übrigens hier nochmal schön der Vergleich. Die haben vorher 6 Gold, nicht gekostet, aber wir würden sonst 6 Gold kriegen. Und wenn wir die jetzt öffnen, das haben wir ja schon herausgefunden, wenn ich jetzt wüsste, wo es ist, hier, dann bekommt man 9 Gold. Ich verstehe immer noch nicht, warum man da 5 Fokuspunkte bekommt und da nicht. Weil die kann man ja. Ach nee, die kann man gar nicht essen. Die kann man nur öffnen. Ah, okay. So, es ist nur ätzend, dass man das immer alles einzeln öffnen muss. So, da haben wir jetzt insgesamt 63. Haben wir noch irgendwas? Das ist ja hier Feuerstein, ne? Genau. Aber sonst haben wir jetzt nichts. Das Fell würde ich gerne aufbewahren. Das Fleisch muss ich mal gucken, ob ich damit eventuell noch was machen kann. Die Karotten sollten fertig sein. Da müssen wir gleich auch mal gucken. Wie viele haben wir von den Blumen? 24. Gut, so viele brauchen wir ja nicht, ne? So, ich würde sagen, machen wir mal so viele da rein. Dann können wir die nämlich auch noch. Das sind immerhin noch mal 80 Gold, was wir dann auch noch mal bekommen. Von den Sachen möchte ich nichts verkaufen. Ja, dann machen wir das so. Ich würde auch gerne mal schauen, wie das jetzt ist mit dem Grillen. Gegrilltes Fleisch können wir herstellen. So, das dauert noch 15 Sekunden. In der Zeit können wir dann die Karotten mal eben ernten. Nairu, genau. So, Crow Potential, Harvesting, Cooking Food 1. Wieso kriegen wir jetzt erst 1? Hast du 1 nicht direkt? Das können wir. Ja gut, es wird ja nicht schlecht, wenn ich das ernte. Das können wir dann auch direkt mal ernten. So, die. Ich bin gerade überlegen, was das eigentlich jetzt ist hier. Ach, Kartoffeln waren es, glaube ich, ne? Ich meine, ich hätte auch Kartoffeln extra noch angebaut. So. Achso, das war jetzt eigentlich Blödsinn, weil die müsste ich dann nochmal auffüllen eben.
Ja, ich komme sofort, ich komme sofort. Das ist ja, eigentlich ist es logisch, dass man hier immer zurückgesetzt wird, weil man ja hier aufwachen sollte. Andererseits, man könnte ja theoretisch auch unterwegs irgendwo schlafen, ne? Also so ist es ja nicht. So, gegrillter Pilz. Benutzen Qualitätszutaten. Meinen jetzt den Leuchtpilz damit? Wahrscheinlich, ne? Also ich mache mal kein Häkchen dran. In der Zeit gucken wir schon mal, dass wir das Ganze essen. Wieso gehe ich da eigentlich rein? Ich kann doch auch hier. Moment, der ist jetzt gleich fertig. Kochen ist jetzt auf Stufe 2. Sehr schön. Noch stärkere und aufregende Rezepte sind über den Herd und andere Kochstationen verfügbar. Guck, ob es Storm of Friends. Aha. Wie muss ich das jetzt verstehen? Jeder kann helfen, wenn einmal ein Rezept gestartet ist. Was heißt denn das? Müssen wir uns nachher mal ansehen. Ich hoffe, wir können die neue Kochstelle heute noch holen. Alle, ja, Beteiligten, denke ich mir mal, erhalten die vollen. Ich weiß jetzt nicht. Oh, Gold ist auch angekommen. Ich weiß jetzt nicht genau, was das jetzt heißt. Ich denke mal, das heißt so viel wie alle erhalten die vollen XP dafür. Besuche Ref, um neue Herstellungsanleitungen zu halten. Ref, okay, den muss ich mir merken. Wir können doch hier noch einmal herstellen. Das meine ich doch. Also, Ref. Die Kiste würde ich da rein tun. Wir müssten auch mal langsam wieder eine neue Kiste machen. So, der ganze Kram geht rein. Reis. Oh, Reis. Reis ist. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt für Reis eigentlich bezahlt haben im Einkauf. Müsste ich nochmal reingucken. Im Verkauf hätten wir da jetzt. Wo war das jetzt gerade? 27. 27 fürs Normale. Okay. Karotten. Karotten muss ich auch mal eben aufschreiben. Ich habe ja gesagt, dass ich das Ganze bei mir auf dem Blog reinmachen wollte. Auf gameplayerin.de. Dass man da mal die Übersichten sieht und dann mal gucken kann, was man im Einkauf bezahlt, was man im Verkauf bezahlt. Und mein Fazit werde ich dann noch unten drunter schreiben, wo man halt den größtmöglichen Gewinn mitmachen kann. Die normalen Karotten sind 23. Und die Special-Karotten hier in Gold sind, 34. Das ist heftig. Jetzt habe ich gerade meinen Stift weggeworfen. Gut, dass ihr das jetzt nicht gesehen habt. Haben wir hier oben noch Weizen? Das ist jetzt die große Frage. Ja, habe ich. Warum sieht der Weizen anders aus als der? Ach nee, das ist ja auch Reis. Gerade noch gesagt, dass wir Reis haben. Und dann erzähle ich hier einen von wegen, haben wir noch Weizen? Ja. Also, wir haben noch Weizen, aber es ist halt nicht beides das Gleiche. Den Stoff sollten wir vielleicht auch mal direkt mit reintun. Die Karotte würde ich ehrlich gesagt verkaufen. 22 Punkte, 15 Punkte. Oder ich würde sie essen, ich bin mir nicht sicher. Andererseits, wir kriegen da gut Gold für, ne? Deswegen. Er brauchte, glaube ich, 5, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wir werden das einfach mal so abgeben. So, Moment, das nehmen wir auch noch mit. Dann nehmen wir die 5. Zack. Machen wir das mal ganz. Weil irgendjemand, ich meine, es war Triss, achso, die hatte ich schon aufgeladen, hatte geschrieben, dass, ach, jetzt haben wir schon wieder, nein, wir haben schon wieder 7 Uhr abends. Wollt ihr mich denn hier veräppeln? Auf jeden Fall wurde geschrieben, dass, sind die hier alle am Blinken, aber den einen, den ich brauche, den finde ich jetzt nicht. Ja, super. Dass man keine Erfahrung, ja, keine Erfahrungspunkte, ist wahrscheinlich ein bisschen komisch ausgedrückt gewesen. Dass man, denke ich mir mal, mehr Erfahrung bekommt, wenn man das immer drin hat, also was gegessen hat. Ist das jetzt wahr hier? Ich mache jetzt mal das Ziel auf sie drauf. Das ist doch wirklich. Kann man das reinzoomen, wie man möchte? Es funktioniert trotzdem nicht.
Moment, ist er der mit den Kochrezepten? Weil der wäre nämlich jetzt gerade hier vorne. Und dann hätte ich auf jeden Fall was zu tun. Ist der hier drin? Ist bei dem anderen drin, ne? Dann hätte ich nämlich auf jeden Fall was zu tun in der Nacht, dass wir uns das mal in Ruhe angucken können. Ja, er ist es. Du wirst also ein richtiger Koch am Lagerfeuer. Aber wusstest du, dass du auch in anderen Gefäßen kochen kannst? Und das sage ich nicht nur, weil offenes Feuer zu unglücklichen Zwischenfällen führen kann, bei denen du aus Versehen die frisch verarbeiteten Möbel deiner Schwester abfackelst. Öfen werden auch gebraucht, wenn man sich der edlen Kunst der Suppenherstellung widmen will. Für die Zubereitung der perfekten Gemüsesuppe benötigst du unter anderem eine Vorbereitungsstation. Das Gemüse schnippelt sich schließlich nicht von selbst, egal wie sehnlichst man sich das wünscht. Ups, wovon sprachen wir gerade? Um dir bei deiner Kochreise helfen zu können, habe ich einige Rezepte für dich zusammengestellt. Irgendwas mit Brenne, hat er noch gesagt. Aber danke, dass das dann immer so schnell weggeht. Das ist die Vorbereitungsstation. Was macht die denn genau? Ermöglicht das Schneiden und Vorbereiten von Zutaten. Also richtig kochen, ja, so wie es aussieht. Und dann Standardherd. Mit diesem Herd können Sie eine Vielzahl von Rezepten zubereiten. Steinziegel, Keramik, Kupferbarren. Ja, müsste ich wahrscheinlich noch welche herstellen. Ach, die sind beide kostenlos. Ja, kostenlos nehmen wir die auf jeden Fall mit, klar. So, dann herrscht Gemüsesuppe. Any spices, any vegetable. Okay. Die kaufen wir uns dann auf jeden Fall auch. Die anderen können wir wahrscheinlich erst bei einer höheren. Ja, ja, ab Stufe 3. Was ist das denn jetzt hier? Habe ich mich das schon mal gefragt, weil das ist jetzt rosa und die anderen sind ja immer so silber. Du hast es nicht von mir gehört, aber Zeki mag L-Ritzen sehr. Was zur Hölle ist das? Vielleicht gibt es das unter Grillmaikin als Spezialität. Hat das was mit Essen zu tun oder was? Wie ich sehe, starrst du meine Schürze an. Und ja, wenn du es wirklich wissen willst, die trage ich zum Tanzen. Wieso zum Tanzen? Tanzschürzen sind gerade nämlich total angesagt. Du meine Güte, ich dachte, du hättest Geschmack, Schleckermaul. Dieses Bild, das ist so geil. Warum kann ich jetzt keinen Screenshot machen? Moment, kann ich nicht, schade. Oh Gott. Hallöchen, du bist auch hier? Darf ich kurz mit dir reden? Heute wird bestimmt ein guter Tag. Ich habe es im Gefühl. Ich kann mich kaum für meine Lieblingsjahreszeit entscheiden. Aber wenn ich mich müsste, dann wäre es der Herbst. Oh, genau wie bei mir. Ich liebe einfach die Farben des Laubs und die frische Herbstluft. Ja, geht mir genauso. Das zweite wäre noch der Frühling. Den Sommer mag ich zwar auch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, meistens ist es mir zu heiß. Ich muss dazu sagen, ich lebe halt in einer Dachgeschosswohnung. Wenn man zu Hause ist, was man ja nun mal öfters ist, wenn man im Aufnehmen ist, dann ist das ja nicht so dolle mit dem Sommer. Besonders, wenn es sehr heiß ist. Achso, erst... Moment, wollten wir zu ihm? Nee, wir wollten ja gar nicht zu ihm, ne? Doch. Wir müssen ja noch abgeben. Nicht abhauen, wir müssen noch vorher die Karotten abgeben. Wo laufen die eigentlich alle hin? Bleib stehen. Oh, entschuldige. Ich habe dich gar nicht gesehen. Ich war ein bisschen abgelenkt. Das passiert mir häufiger. Ich habe deine Karotten. Du rettest mir echt das Leben. Aber ich habe eigentlich einen Termin mit Ken Lee. Genau jetzt. Ja, Ken Lee, unser Bürgermeister. Der Bürgermeister. Wir reden jetzt über Papierkram. Jetzt, mitten in der Nacht, okay? Ich kann nicht absagen. Nicht nach dem letzten Mal, als ich unseren Papierkram verpassen musste. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das für mich nach Rev bringen könnten. Da war ich doch gerade. Dünger zu schaufeln ist der weniger glamouröse Teil dieser Arbeit. Aber irgendjemand muss es ja tun. Mhm.
Na gut, wir haben auch nichts, was wir ihm... Oh, wieso will ich immer mit Escape da rausgehen? So, da kann ich mit Escape rausgehen. Die anderen sind, glaube ich, jetzt gerade schlafen gegangen. Ne, da hinten laufen sie noch rum. Mhm. Vielleicht kann ich sie ja noch einholen. Come here and give me a hand, won't you? Nur damit du es weißt, unsere Türen stehen dir immer offen. Nein, das ist nicht richtig, weil dafür brauche ich einen Schlüssel und den habe ich von euch noch nicht erhalten. Oh? Warum bist du so spät noch wach? Ach, es ist eigentlich egal. Badrus Schnarchen hält mich wach, also bin ich froh über jede Gesellschaft. Der können wir auch nichts geben, ne? Oh Mann, ich krieg's nicht hin. Normalerweise kann man doch immer mit Escape rausgehen. It's nice to have someone who wants to listen. Nur hier geht das nicht. Sauerei. Wir müssen zu Rev, genau. Nein, du Sau. Der ist gerade ins Haus gegangen zum Schlafen. Boah, wollt ihr mich denn hier? Das ist doch nicht wahr. Ja, wieso steht hier? Doch, jetzt steht da drin, dass er im Schlafen ist. Die Esche. Bei der würde ich das gerne mal probieren, ob die Interesse an diesen Steinchen eventuell hat. Oder ob das vielleicht die eine ist, der wir zum ersten Mal begegnet sind hier. Also die beiden hätte ich jetzt noch so im Gefühl. Weil ich will endlich mal wissen, was das mit diesen glänzenden Steinchen auf sich hat. Nein, jetzt geh bloß nicht ins Bett. Ich hol dich noch ein vorher, wenn ich dich finde, heißt das. Ach, du stehst hier. Make yourself useful. Ich hoffe doch sehr, dass du nicht vorhast, meine kostbare Zeit zu vergeuden. Was machst du hier? Benötigst du eine Genehmigung für die nächste Erweiterung deines Hauses? Falls ja, es bringt nichts, dich bei mir anzubiedern. Komm einfach innerhalb der üblichen Dienstzeiten vorbei. Okay, sie möchte die Steinchen nicht haben. Stay on your best behavior. Dann, was ich ja auch eher glaube, sollten wir es mal bei der Archäologin probieren. Die wahrscheinlich jetzt gerade am Schlafen ist. Obwohl, die Chance ist eigentlich recht groß, weil die ja auch gerne nachts unterwegs ist. Da ist sie doch. Gina, genau so heißt sie. Schauen wir mal. Hallöchen, Hekla. Jeden Tag stehe ich vor der schwierigen Entscheidung, was ich Gina zu Abend kochen soll. Vielleicht reicht heute Ramen. Gina und ich müssen nach Hause, um sicherzustellen, dass sie ihre erforderliche Ruhe bekommt. Ich habe jetzt schon überlegt, aber okay. Ihr könnt mir auch die Steinchen nicht anbieten? Gina. Buh. Ja. Das Streben nach Wissen hält mich immer hellwach. Ich brauche also kaum Schlaf. Okay, vielleicht bin ich ein bisschen müde. Kann ich ja auch nicht geben. Weißt du, mein Zelt gibt es nicht viel Platz für Schnickschnack. Ich muss passen. Wem könnte man das denn sonst geben? Ich wüsste jetzt auch niemand, der sich... Ja gut, mit Stein... Ja. Jemand, der sich mit Steinen beschäftigt, schon... Wer war denn das jetzt nochmal? Das war doch der von der anderen Karte, oder? Bei dem könnten wir es vielleicht mal probieren. Der uns auch die... der ist der andere. Der uns auch die Spitzhacke gegeben hat. Ach, mit ihm müssen wir ja auch noch reden. Er ist ein Roboter, der schläft nicht, oder? Weil ich würde nämlich gerne noch dieses Würmerhaus da holen. Also das Rezept dazu. Haben wir denn da? Ach so, das war die Klimanacht-Motto, was ich immer gesagt habe. Na gut, okay, ich dachte, das wäre eine andere gewesen. Moment, da. Mal gucken, der müsste eigentlich ja noch wach sein. Oder
wenn man das so nennen kann, bei einem Roboter, der ja nicht schlafen kann, nehme ich mal an. Hallöchen, Einer. Greetings. Die Menschen nennen mich Einer, aber nur, weil sie meinen wahren Namen nicht aussprechen können. Mir wurde gesagt, dass Feiern angesagt sind. Herzlichen Glückwunsch zur Erlangung Ihres ständigen Wohnsitzes. Warum dies ein feierlicher Moment ist, weiß ich nicht. Aber ich bin nichts anderes als ein Unterstützer. Okay, so, für ihn haben wir nichts. Oh, es war sogar eine perfekte, sehr schön. Dann, wir können auch noch eine bessere Angel holen, so wie es aussieht. Bewegt sich schneller als die normale. Achso, und kann nicht so schnell reißen. Okay, wäre auch nicht schlecht, weil wir ja doch viel angeln. Das Problem ist halt nur, wir brauchen dann überall Kupfer für, ne? Erhöht die Haltbarkeit der Angelrute leicht, wenn ausgerüstet. Hm. Also die Wurmkiste hole ich mir auf jeden Fall. Erstmal. Weil ich die wohl auch für den Garten brauche, so wie ich das verstanden habe. Das wäre nochmal 350. Ich würde halt gerne fürs Haus sparen, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist halt immer so eine Sache, ne? Na komm, ich nehme die beiden mal mit, wenn ich jetzt schon mal hier bin. So, und dafür brauche ich Stufe 5. Ich glaube, ich bin jetzt bei 4, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Was haben wir denn hier? Oh, spring drüber, komm. So, ich wollte mal gucken, wie viel kriegt man da eigentlich für? 20, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, ich würde sagen, wir können jetzt im Moment noch nicht so viel machen. Die Karotten müssen wir noch weitergeben. Oh, hier ist wieder so ein perfektes Ding. Oh, wieso drücke ich jetzt auf F? Zweimal. Obwohl, naja, das hat zumindest funktioniert. So, wie viel hat uns die jetzt gebracht? Achso, das war auch so eine. Die bringt nur 18. Na toll. Die habe ich jetzt nicht gesucht. Aber okay, dann machen wir das halt. So, ja, wir haben jetzt noch die ganze Nacht vor uns. Und ich möchte jetzt natürlich nicht mit euch hier nur rumlaufen und irgendwelche Sachen sammeln oder was weiß ich was. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Ich muss mal eben ganz schnell das Kupfer nehmen, weil sonst habe ich das nämlich nicht mehr. Bei meinem Glück wird das sonst irgendjemand nämlich nehmen. Ich würde sagen, ich farm hier noch ein bisschen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.